Noch nie war es so einfach, Gutes zu tun, wie in Zeiten des Coronavirus. Man kann einfach zu Hause bleiben. Der Coronavirus verleiht der Arbeit im Homeoffice, dem sogenannten Remote Work, unverhofft viel Schwung. Für all die vielen New Work Gurus auf LinkedIn, die den ganzen Tag mit Hashtags um sich schmeißen, muss wohl ein Traum in Erfüllung gegangen sein. In diesem Video möchte ich auf die wichtigste Homeoffice-Regel eingehen, welche in diesen Zeiten massiv an Bedeutung dazugewonnen hat. Sie lautet: möglichst qualitative soziale Interaktion bei gleichzeitiger physischer Distanz. Wir alle wollen, dass schnell wieder Normalität einkehrt. Wir alle wollen die Kurve der Virusverbreitung möglichst schnell nach unten bringen. Flatten the curve. Dieses Ziel erreichen wir gemeinsam durch Selbstquarantäne, indem wir zu Hause bleiben und physische Distanz zu anderen Menschen, so gut es geht, wahren. Je strikter wir uns daran halten, desto schneller kommen wir durch die Krisenzeit. Alle sprechen von Social Distancing, aber gerade diesen Term sollten wir bei allem guten Willen nicht nutzen, denn Sprache formt unsere Realität. Social Distancing ist genau das Letzte, was wir jetzt wollen. Was wir wirklich wollen, ist Physical Distancing. Genau jetzt ist es wichtig, sich sozial nicht zu distanzieren. Nicht bei der Arbeit, nicht sonst wo. Homeoffice-Regel Nummer 1 eignet sich darum perfekt für Corona-Zeiten. Wir wollen möglichst gute, qualitative, soziale Interaktion bei gleichzeitiger physischer Distanz. Anders gesagt, möglichst viel Menschlichkeit bei möglichst wenig körperlicher Nähe. Genau jetzt brauchen wir Kontakt mit anderen Menschen. Solidarität und Kooperation sind die höchsten Werte, die wir jetzt pflegen sollten. Lasst uns gemeinsam und ab sofort von Physical Distancing sprechen. Die Digitalisierung hat uns geniale Instrumente an die Hand gegeben. Bitte teile deine Homeoffice-Tricks in den Kommentaren und verbreite diese Message. Die Corona-Zeit ist eine Chance, neue Kompetenzen zu erwerben. Das kriegen wir hin. Ich glaube an uns. Okay, ciao, ciao.